Ein offenes Wort an Sie, Frau Bundeskanzlerin Merkel, und an Sie, Herrn Bundespräsidenten Gauck, die Sie beide ja anscheinend meine Interessen in der Welt vertreten. Ich finde es eine Ungeheuerlichkeit, dass weder Sie, Frau Merkel, noch Sie, Herr Bundespräsident Gauck, ein einziges Wort in den wichtigen Reden, also den Reden, die ausgestrahlt wurden, zur besten Tagesschauzeit zum Beispiel, ein einziges Wort darüber verloren, dass in diesen Konzentrationslagern ja eben nicht nur Juden starben. Zudem hätten sie die Befreiung von Auschwitz, 70. Jahrestag, ja zum Anlass nehmen können, um überhaupt einmal darauf hinzuweisen, dass in der Zeit des Nationalsozialismus eben nicht nur sogenannte Juden verfolgt wurden, dass es die jüdische Rasse gar nicht gibt. Das kann man bei mir nachlesen. Ja, also nicht nur bei mir, sondern man kann es auch anders nachlesen. Aber ich habe das hier nachträglich nochmal auf meinem Blog publiziert, wie das internationale Judentum hier versucht, sich selbst als Rasse zu etablieren, die es gar nicht gibt, aber das ist eben ein Thema, das gesondert behandelt werden muss. Sie verlieren kein Wort, sie verloren, ne, bisher, kein Wort darüber, dass zum Beispiel in diesen Lagern jede Menge politisch Andersdenkender zu Tode kamen. Wo ist denn da der Herr Gabriel? Wo ist er denn bei diesen Reden? Da waren SPDler drin. Da waren sogenannte rote Kerle drin, die umgebracht wurden. Ja? Der Herr Gabriel verliert kein Wort. Unser Herr Vizekanzler verliert kein Wort darüber. Es wurden Homosexuelle umgebracht. Es wurden Zigeuner umgebracht. Ich erinnere mich noch an meine Mutter, als sie sagt, was, wenn du so weitermachst, wirst du mal ein Zigeuner. Ein wunderbares Schimpfwort. Ne? Die Sinti, die Roma, die in diesen Lagern genauso gnadenlos wie die sogenannten Juden dahin gemeuchelt wurden, wurden in ihren Reden, Frau Merkel, Herr Gauck, mit keinem Wort erwähnt. Das ist eine Beleidigung. Das ist eine bodenlose Beleidigung. Aber erklärlich. Erklärlich? Ja, natürlich erklärlich. Die israelische Lobby sorgt dafür, dass alle Jahre wieder kommt das Christuskind, alle Jahre wieder daran erinnert wird, dass wir doch den armen Juden so viel schulden. Naja, eben. Zahlen, zahlen, zahlen. Die israelische Lobby hat dafür gesorgt, dass dieser Jahrestag wieder einmal zu einem Jahrestag des Judentums wurde. Ich erlaube mir, kann ich mir ja als freier Publizist, ich erlaube mir mal darauf hinzuweisen, dass das Buch der Bücher, ne? Die Bibel, ja, besonders das Pentateuch, ne? Die ersten 5 Bücher, ah ja, Mose, dass sie nur so strotzen von Massenmorden, diejenigen, die sich heute so stolz als Juden bezeichnen, an den Völkern verübten, deren Land sie raubten, Kanaan. Stichwort. Leute, googelt mal Jericho. Mein Gott. Joseph, the bottle of Mary, Jericho, Jericho, Joseph, the bottle of Jericho. Wunderschöner Gospelsong. Joseph, der den Krieg von Jericho gefochten hat und gewonnen hat. Auf wessen Kosten denn? Die sogenannten Juden haben ihr Leben lang, ihre Existenz, ich meine jetzt mit Leben, meine ich das historische Leben, ne? Genauso gewütet, machen sie ja heute noch, genauso gewütet wie alle anderen Massenmörder auch. Und die Massenmörder in der Geschichte, Frau Merkel, Herr Gauck, die Massenmörder heißen eben nicht nur Adolf Hitler, nein. Mit keinem Wort erwähnen sie, dass Stalin sozusagen zeitgleich
mit seinen Vernichtungslagern gewütet hat. Hört man darüber was? Nein, da hört man darüber nichts mehr heute. Nein, haben Sie nicht erwähnt in Ihrer Rede. Napoleon! Hallo, Avant la Patrie, le jour de gloire de Ré. Ja, natürlich, Napoleon, ein Massenmörder. Alexander der Große, ah ja, den haben wir da Reiterdenkmal, haben wir den gemacht, gell? Die Geschichte ist voll von Massenmördern. Frau Merkel, Herr Gauck, wäre es nicht viel sinnvoller, anstatt zu solchen Jahrestagen immer wieder mal den Deutschen ein schlechtes Gewissen zu machen, wegen dem, was in den Konzentrationslagern des letzten Jahrhunderts geschah, wäre es nicht sinnvoller, mal etwas Positives beizutragen und zum Beispiel etwas ins Leben zu rufen, welche Institution auch immer, die sich mit der Frage beschäftigt, wie können wir denn vermeiden, dass solches zukünftig passiert? Habe ich von Ihnen nichts gehört. Ich habe nur den Trauerton gehört, dass das passiert ist. Nee. Herr Gaukler, Frau merkt noch nichts. Das schlechte Gewissen, das Sie uns machen hier in Deutschland, damit wir immer mehr Millionen nach Israel pumpen, das funktioniert nicht. Ich verweise auf meinen Blog, ganz frech, BLOG, also nicht den Blog auf meinem Schreibtisch, sondern meinen Internetblog, in dem ich in mehreren Beiträgen darauf hingewiesen habe, wie Israel heute wütet. Israel hat es mit den Opfern unter den Palästinensern momentan doch nicht auf diese gewaltige Zahlen gebracht, die als Opfer unter den jüdischen Mitbürgern in den KZs zu bedauern sind. Aber wenn Israel so weitermacht, mit Ihrer Unterstützung, Frau Merkel, mit Ihrer Unterstützung, Herr Gauck, wenn Israel so weitermacht mit seiner Machtpolitik und dort unten im Nahen Osten einen Krieg entfesselt, da kommen rasch ein paar Millionen Tote zusammen. Die Israelis sollen das Maul nicht so aufreißen. Ich sage bewusst die Israelis, nicht die Juden. Die Israelis. Seit dieses Buch erschien hier, Hermann Broch, Massenwahntheorie, in den 80ern, ist es für mich ein Standardwerk, das ich zu meinen Forschungen und Überlegungen immer wieder beiziehe. Ich schlage jetzt ganz spontan auf, wie Sie sehen. Zitat, Hermann Broch, Massenwahntheorie. Wie ist es möglich, dass immer wieder offenkundige, von jedermann einsehbare Unwahrheiten zur Wahrheitswürde aufsteigen können, um sich in solcher Würde, wenn auch nicht dauernd, so doch für sehr lange Perioden zu behaupten? Frau Merkel, Herr Gauck, es wäre sinnvoll, sich mit der Aufgabe zu beschäftigen, zukünftig zu vermeiden, dass das, was uns in den 1930ern und 40ern des letzten Jahrhunderts begegnete, sich wieder ereignet. Aber dazu haben Sie nichts zu sagen. Ich höre nur pastorales Gelabere im dunklen Anzug mit ehrwürdiger Miene. Sie gaukeln wieder mal vor sich hin. Frau Merkel, Sie sind die Frau noch nichts gemerkelt habende. Es geht jetzt um eine humane Zukunft, die wir Menschen gestalten müssen. Ich höre, was ist Ihr Beitrag? Ah ja, Reden zum Jahrestag. Schade. Massenwarnung, Gewaltbereitschaft. Sollten der Regierung so viel wert sein wie das neue Transportflugzeug? Ja, ich habe es im Spiegel gelesen. Ach, beim neuen Transportflugzeug. Ach, da müssen wir leider mit 13% oder 14% mehr Kosten rechnen. Das wird noch nicht ausgeliefert. Das kostet so und so viele Millionen. Wie viele Millionen haben Sie, Herr Bundesgaukler, und Sie, Frau noch nichts gar Merkelte, denn in Friedensforschung investiert? In die Bundeswehr. Ich respektiere die Herren und Damen, die dort arbeiten. In die Bundeswehr, in Waffen wird investiert, auf Teufel geht nicht mehr. Aber könnte ich bitte mal die Zahl von Ihnen erfahren, die Sie beide
die sie ihr Maul so weit aufreißen. Wie schlimm doch die Welt ist, doch wie kaputt. Die sie ihr Maul so aufreißen. Wie viel haben sie denn in die Friedensforschung investiert? Na, da muss ich mal googeln. Das wär's. Ah! Das musste ich jetzt mal loswerden. Im Übrigen, Herr Gauck, Frau Merkel, bleiben Sie mir gewogen. Unabhängig davon, wie diese beide wirklich wiegen.